Blau. Mist. Und auf anderem Wege kriegen wir ja kein Gummi zusammen, haben wir ja gesehen. So, zip. Jetzt hat er die ganze Karte als Extreme Hills Biom generiert. Ist aber auch blöd, dass er die anderen Bäume dann nicht generiert. Wenigstens irgendwo mal ein paar hinknallen. Aber das können wir stecken. Ich glaube, die ganze Welt ist ein Extreme Hills Biom. Da kriegen wir noch Fichte und Eiche. Vielleicht, wenn wir irgendwo in anderen Dimensionen sind, da könnte ich mir vorstellen, dass da dann vielleicht noch andere Bäume gibt. Aber hier Fichte. Fichte und Eiche, mehr haben wir hier nicht. So, wieder ein mega Eichenbaum. Nee, kannst du knicken, hier finden wir keine Gummibäume. Es ist mit integriert, weil es das Modpack hergibt, aber die Karten halt. Die Karte ist halt eben nicht hergibt, weil es eine Flachlandkarte ist. Und er hier ein Biom generiert. Ja, Extreme Hills. Und zwar die ganze Zeit. Nee, kannst du stecken. Finden wir nix. Müssen wir uns also doch einen Setzling ercheaten, so leid es mir auch tut, aber es geht nicht anders da. Weil jetzt extra nochmal eine neue Map anfangen, dafür fände ich ein bisschen blödsinnig. Okay, gehen wir mal zurück. Hallo, kannst mal aufhören mit dem Geläge hier, das ist doch. Müssen wir uns also doch einen ercheaten. Graue Blume, braune. Es gibt ja keinen anderen Weg. Ich habe ja durchgeblättert vorhin. Ihr habt es ja gesehen. Na super, jetzt kann man nicht mal rennen. Zombie-Fleisch essen. Ja, wenn ich jetzt noch eins esse, dann. Ach nee, wir haben schon Hunger davongetragen, okay. Er ist doch Mist. Aber wie gesagt, jetzt extra nochmal eine neue Karte anfangen, deswegen fände ich jetzt auch schwachsinnig. Gut, müssen wir uns halt einen ercheaten. Müssen wir einen künstlich setzen. Aber gut. Rest haben wir bisher ganz brav so gekriegt. Und ich denke auch den weiteren Rest werden wir ganz brav so generieren können. Schieb mal Kohl drauf, das ist doch Mist. Fressen wir uns jetzt halt mal mit Zombiefleisch voll, was soll's. Ich hab die Befürchtung, dass die ganze Welt ein Extreme Hills Biom ist. Naja, gut. Werden wir mal nachschauen. Wir müssen ja auch irgendwie mal vorankommen. Müssen wir ein paar Kühe um Zwiebeln gehen. Zombie-Kopf hocken wir mal dahin. Bringt uns nämlich eh nichts. Oh, Hühner. Babs. Babs. So, ich brauche ein bisschen Fleisch. Warum? Warum? Na, jetzt hat das nachgeschoben. Okay. So. Nicht alle umbringen, aber ein paar. Bam. So. Leder ist jetzt nicht das Problem. Wir können ja das Gammelfleisch zu Leder umprügeln. Aber ein bisschen was an Fleisch brauchen wir. So, auch nicht alle Hühner umbringen. Ein paar haben wir noch da. Bevor ich jetzt alle umzwiebel. Hey, wo werden wir noch Hühner finden? Mit Sicherheit. Weil Fichte haben wir, Eiche haben wir hier noch vor der Tür. Können wir dann auch setzen. Ich werde dann eh noch eine automatische Baumfarm basteln. Gucken, da haben wir nochmal zwei Babyhühner. Hey. Wo wird's? Ja, der ist doch. Ah, die geben noch gar kein Fleisch. Okay, müssen wir warten, bis sie ausgewachsen sind. Wenn nicht, kann ich mal rennen. Gut. Können wir jetzt aber nochmal ein bisschen Fleisch umprügeln. So. Dip, dip. Oh, ist Schweinefleisch, da wird's Rindfleisch drin, ja. Gut.
Also, Setzlinge, genau, kann man gleich mal vor die Tür packen. Bums, bums. So. Also, einen müssen wir uns leider entschieden. Geht nicht anders da. Gummi. Einen ganz normalen Gummibaumsetzling, genau. So. Tut mir jetzt leid, aber ihr habt es gesehen, wir haben keinen einzigen gefunden. Ich bin einiges jetzt abgelatscht. Meine zwei ganze Nächte unterwegs. Aber es bringt nichts. Wenn wir keine finden, haben wir leider keine. Können wir schon pennen? Nee. Knochen. Wo haben wir Knochen? Da ist noch Fle Ach, da ist immer noch ein Rödel. Guck mal. Sehr gut. So, zwei Knochen. Ja, gar nicht sehr viel. Okay, sechs Knochenmehl. So. Haben wir hier immer noch Knochenmehl drin? Nein. Gut. Also, Gummi, Baum, wachse und gedeihe. Jawohl, sehr schön. So, da kriegen wir nämlich Kautschuk raus. Rups. So. Viele neue Setzlinge. Sehr gut. Drei neu, wohin? Sehr schön. Wumms, 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 gleich wieder alle setzen. Ein Knochenmehl haben wir noch. Ja, das war klar, dass das kein Instant-Baum gibt. Gut. Aber jetzt haben wir Gummi da. So, das müssen wir jetzt einmal im Ofen umbrennen. Zack. Die müssen wir jetzt umbrennen. Kautschuk zu Gummiriegel. Und Gummiriegel können wir dann zu Gummi umbrennen. Genau. So. Den Rest für den Zerkleinerer hatten wir, ne? Den können wir mal wegbauen. Und da drüben hinpacken. Beziehungsweise den brauchen wir ja dann vorerst gar nicht mehr. Mal gucken, vielleicht können wir den später noch irgendwo integrieren. Weiß ich nicht, werden wir mal noch sehen. Machen wir den Raum in der Zeit ein bisschen größer. Während oben unser Ofen hier das erste Gummi produziert, beziehungsweise Gummiriegel, die müssen wir dann nochmal durchbrennen, aber das können wir dann später auch alles automatisieren. So. Zip, 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 zip. Ja, machen wir gleich mal ein bisschen größer, dann haben wir mal Platz. So. Ich will mal gucken, vielleicht können wir eine zweite Energiebank sogar schon bauen, dann haben wir da eine ganze Weile Ruhe. Dann kann der Zerkleinere hier auch Vollgas durchrennen, wie er lustig ist. Ein bisschen Bernstein. Gut. Eignet sich eigentlich später nur zum Bauen, Bernstein. Was anderes kann man daraus nicht machen. Gut, vielleicht noch mit Alchemie oder mit Blutmagie oder so, keine Ahnung. Vielleicht geht da noch was anderes, aber im Moment können wir es jetzt eigentlich nur als Baumaterial verwenden. Aber ist ja auch okay. So. Wunderbar, mal ein bisschen Platz hier in der Bude. So. Nicht alles so press hier drin. So. Die packen wir auch mal rein. Guck mal, dann halbe Kiste voll. So, da ist aber noch fleißig am Rennen. Jawohl. Genau. Wunderbar. So. Gummiriegeln, daraus machen wir jetzt Gummi. Es ist Nacht, ich geh mal pennen. So. Zacki. Oh, Plastik halt. Ach, verdammt. Kabel. Hilfe. Hier. Schreiben. Kabel. Und zwar war das. Wo ist denn das alles? AND-Gatter. Okay. Hier, Kupferkabel. Ach, mit Gummiriegeln geht das auch. Ah, gut. Dann brennen wir das Fleisch hier noch um, wenn du gerade dabei bist. So. Jetzt habe ich natürlich einen Gummiriegel zu wenig. Verdammt. Vor allem 6 Kabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die können wir einfach so herstellen. Ah doch, so. Zack. So, jetzt fehlt genau ein isoliertes Kupferkabel. Kann euch nicht wahr sein. Zerkleinerer. Da. Für den Schaltkreis, genau, brauchen wir 6 Kabel.
Redstone könnte knapp werden. Naja, nicht wirklich, aber halt. Gummibaum. Oh, sehr schön. Oh, ist gewachsen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach ja, stimmt ja, da macht man ja Rohplastik raus dann. Kein Setzling? Aber schwach. Das ist sehr schwach. Okay, dann bin ich froh, dass wir aus dem ersten eben 3 gekriegt haben. Okay. Also, ein Couchip noch. War das so rum? Nein. Okay, also müssen wir doch noch einen umbrennen. Fleisch ist fertig, brenn mal einen um. Wir haben jetzt Kohle genug da, wir müssen nicht geizen. Können wir ruhig mal ein bisschen umschmelzen hier. So. Gummiregel, ups. Weg damit. Also, Gummiregel, Kabel, zack, so. Jetzt können wir zerkleinere endlich basteln. So, Redstone. Genau, 2 drin, okay. So, warte mal hier. Der Werkbank nehme ich mal runter. Zip. Die packen wir mal dahin. So. Eisenplatte fehlt noch. Da. Shift-Links-Click funktioniert. Wunderbar. So, 3 Feuersteine. Die Höhle haben wir gebaut und 2 Cobbles. 2 Cobbles. Den da. Und 3 Feuersteine. Sollten wir auch noch finden. Das sollte nicht das Problem sein. Da haben wir 3 Stück. Wunderbar. Zack, 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 zerkleinerer. Sehr schön. So, dann packen wir mal da links hin. Taugt der Generator jetzt drauf. Also du bist ein Ausgang. So, zerkleinerer, wupp. Kompatible Upgrades, Übertaktung, Transformation, Energiespeicher, Auswurf. Der kriegt keinen Saft. Verdammt, der funktioniert doch nicht so. Ne, gibt keine Energie raus. Transformator Upgrade. Müssen wir mal gucken. Vielleicht noch ein Upgrade bauen, dass er die Energie auch umwandeln kann. Logistics Pipes. Ach ja, das ist für ein andere Art von ME-System. Upgrades. Geschwindigkeit meldet in der Aktion Stapel. Man kann leider nicht lesen, was sie bringen. Ich bräuchte Kühlungsupgrade. Industry, das ist für die Bienenzucht. Golem Upgrades, immer Steve Cards. Die werden ja auch nicht gehen. Funktioniert mit MFE und Ladepad MFE. Übertaktungsupgrade. Erhöht Energiestufe. Energiekapazität. Automatischer Auswurf. Reichweiten Upgrade. Och nee, jetzt erzähl mir nicht, das geht nicht. Verdammt. Mist. RF, da gibt es extra so Adapter, wo man da reinballern kann. Auswurf Upgrade. Ich weiß bloß nicht mehr, wie die heißen. Da gibt es extra Upgrades, die man da reinhämmern kann. Was ist das denn? Bitten Power. Leitung. So. RF-Kabel. Hey, hier gibt's nur RF-Kabel. RF-Leitungen. Ne, vielleicht bei Kabeln. Mal gucken. Kabel. Ah, ne. Ja, logisch. Klar, gibt's auch die normalen Kabel. Der funktioniert nämlich mit EU. Er hat nämlich keinen Strom. Energiespeicher, Transformator, Übertaktungsupgrade. Ansonsten haben wir keine Energie für den Kabel. Warte mal, ich habe da noch Kupferkabel da drin. Da. Das heißt, dich bauen wir mal kurz ab. Stellen dich mal kurz
Verdammt, habe ich vergessen. Ja, muss man mit dem speziellen Werkzeug abbauen. Sonst hat man nämlich das Problem, dass man eine Itemhülle zurückkriegt. Hab ich vergessen, ja. Muss man den speziellen Schlüssel abbauen. Haben wir noch einen Gummibaum? Nein. Ja, verdammt. Ja, wächst schneller. Hups. Wims. Wenn wir das Ganze nochmal basteln. Kupfer. Hat man immer noch Kupfer rumfliegen? Fertiges. Keine Kupferbarren mehr? Nö. Kupfererz? Gibt es nur kein Kupfer mehr? Haben wir nicht alles verbraucht? Kannst du mir nicht erzählen hier? Wo ist mein Kupfer? Da haben wir doch. Nehmen wir mal 8 mit. Machen wir gerade noch mal einen Stapel. Ich will jetzt nicht alles verheizen. So. Also nochmal Kabel. Das Ding einmal aufstellen, dann auch stehen lassen. Sonst haben wir wieder das Problem. Ja, dachte ich mir fast, dass es mit Plastik nicht geht. Können wir das eigentlich wieder umschmelzen? Rohplastik. Ne, können wir nur bauen mit. Ja, da kriegen wir dann ein Ergebnis, was wir rausbekommen dann. Gut. Gummibäume wachsen schneller. Oh, da ist wieder einer gewachsen. Sehr gut. Gummibaum, 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 Gummibaum. Gib mir deine Setzlinge. Jawohl, 3 Stück. Sehr, 4. Sehr schön. Das Ausgleich dafür, dass der eine eben gar nichts gegeben hat. Sehr gut. Also bauen wir das Ding nochmal. Hinstellen. Stehen lassen. Egal, ob es im Weg steht oder nicht. Ja. Da brenne ich dann auch nur eins durch. Na komm, brennt schneller. So, 2 Redstone. So. Ach ja, und eine Eisenplatte brauchen wir wieder. Wo ist mein Eisen? Habe ich unten rein. Ein Eisen. Wo habe ich den Hammer hingepackt? Da. So, Schmiedehammer, Eisen. Brauchen wir eine Eisenplatte. Zack. So, Redstone haben wir dabei. So, brenn du mal ein davon durch. Na, jetzt verheizt er nochmal Kohle, aber das ist jetzt egal. Wir haben davon klein, klitzekleinen Vorrat an. Wir können da ja massig wiederholen von. Also das ist jetzt nicht so wild. So, dann bauen wir das Ding nochmal. Hinstellen und stehen lassen, bis wir einen richtigen Schlüssel haben. Achso, warte mal, ich muss ja noch hier. Ne, so rum. Da. Kabel, so. So, Schaltkreis. Zerkleinerer. Konnte man auch mit der EU betreiben, das weiß ich. Mit RF, aber da braucht man, glaube ich, einen Konverter dafür. Einen Energiekonverter. Was wollte ich? Bruchsteine habe ich. Feuersteine. So, haben wir jetzt alles? Jawohl. So, jetzt stellen wir das Ding einmal hin und lassen stehen. Ja, dahin. Fertig. So. Der braucht jetzt Strom. Haben wir noch Kupferbarren jetzt da? Nein. Da gab es Adapter für. RF. Da gab es extra Adapter für. EU, und gucken wir mal so. Da gab es extra einen Adapter für, mit dem man den Strom umwandeln konnte. Von einem ins andere. Damit man eben die Maschinen nur von einer einzigen Energiequelle betreiben muss. Transformator, der schraubt nur die Energieleistungen hoch. Der konvertiert die hoch quasi. Reaktorkern, Windkraftwerk, Solarmodul, Generator, was brauchen wir für den? Eisenofen, okay. Für den Generator eine RE-Batterie.
Wie baut man die? Zinn-Item-Hülle, Redstone, Zinn-Kabel. Hitzegenerator. Ich hätte ja schon ganz gerne Entlader. Energieeinheit, Buttpack, Batteriepaket, Energieomat. Was bringt mir das Ding? Sehe ich nicht. Da gibt es extra Konverter für. MFSU-Ladeplatte. Output EU.